Eben haben wir eine methodische Prüfung vorgenommen, um zwischen den Ideen auszuwählen. Dieses Video dreht sich um die wirtschaftliche Prüfung. Sie können also genauso Ihre zwei oder drei Geschäftsideen rein wirtschaftlich betrachten und die effizienteste oder die rentabelste einfach auswählen, da quasi, wo Sie den höchsten Gewinn haben. Und das bringt uns schon genau zu der Methode, die Sie hier anwenden müssen. Wir brauchen also verlässliche Daten, wo Sie beispielsweise den Umsatz herbekommen, wo Sie Kosten herbekommen. Ja, das resultiert letzten Endes vom Standort. Und das ist das ganz wichtige Stichwort dabei, denn Sie müssen schon wissen, der Wettbewerb, das ist das Angebot, das benötigen Sie also. Und Sie brauchen den Standort an sich, natürlich auch die Konkurrenz, was wiederum das Angebot darstellt. Und das Kaufverhalten Ihrer Kunden, das ist die Nachfrage. Diese ganzen Komponenten sind notwendig, um daraus die Umsatzgröße zu generieren. Und die Kosten, die Sie haben, die richten sich teilweise nach dem Umsatz. Sie haben aber auch Fixkosten, das ist relativ dann leicht abzuleiten. Jetzt ist aber die ganz große Frage, wo bekommen Sie denn diese Standortdaten her? Und genau dazu gibt es unterschiedliche Varianten. Und genau diese Varianten und diese Methoden habe ich schon in einem späteren Modul in der Standortanalyse bearbeitet. Und deswegen ist es sehr sinnvoll, wenn man genau diese Varianten sich jetzt anschaut. Unter dem Video gibt es hier direkt den Link, beziehungsweise ich packe die Videos zu dieser Software gleich hier mit rein. Jetzt die große Frage für nicht standortbezogene Dienstleistungen beispielsweise, insbesondere Online-Dienstleistungen, Webseiten oder aber auch der klassische Handelsvertreter. Da gibt es ja keinen Standort, der relevant wäre oder den man untersuchen könnte. An dieser Stelle muss man dann eine andere Variante wählen und genau die möglichen Varianten stelle ich jetzt mal kurz vor. Es gibt eine Software, die Sie sehr gut einsetzen können, um einen Standort zu analysieren. Die läuft im Internet, die Software, die ist natürlich auch kostenpflichtig. Dort sind angebunden viele, viele Datenbanken und Kartenmaterial, sodass Sie zu Ihrem Standort, zu Ihrer Geschäftsidee in der entsprechenden Branche ganz schnell zusätzliche Daten quasi zusammentragen können und Sie bekommen dann einen umfangreichen Bericht in Sachen Umsatz, Kaufkraft, Wettbewerb und so weiter. Sehr, sehr interessant und genau das zeige ich dann in den folgenden Videos. Eine weitere Variante, um den Standort zu analysieren und damit wirtschaftliche Daten zusammenzutragen, ist mein Excel-Tool. Das habe ich in Anlehnung an eine Standortanalyse erstellt. Das kann man hier auch unter dem Video downloaden. Sie können das dann anpassen auf Ihre Situation. Es ist aber eben bei weitem nicht so umfangreich wie diese Software, die ich gerade vorgestellt hatte, aber halt im Preis inklusive. Dann können Sie natürlich auch gerade für die Handelsvertreter oder für die im Internet tätigen, die also keinen konkreten Standort haben, können Sie einen Finanzplan erstellen. Sie können also eine Rentabilitätsvorschau erstellen, einen Kapitalbedarfsplan, Sie können eine Finanzierungsplanung erstellen und damit ein großes Finanzpaket erzeugen, um damit festzustellen, ob es wirtschaftlich oder unwirtschaftlich ist, das, was Sie da tun, um also dann die Geschäftsideen voneinander abzugrenzen und zu unterscheiden. Genau diesen Finanzplan, den müssen Sie sowieso erstellen und zwar für den Businessplan. Auch dazu wird es später nochmal ein paar Videos geben. Wäre also nicht verkehrt, wenn man damit jetzt bereits beginnt, um gerade diese Unterscheidung, diese wirtschaftliche Unterscheidung durchzuführen. Ja, eine letzte Variante, um zwischen den Geschäftsideen zu unterscheiden, ist natürlich mal wieder das eigene Bauchgefühl. Es gibt Menschen, die haben ein sehr gutes, da können sie sich extrem gut drauf verlassen. Bei manchen gibt es das Bauchgefühl überhaupt nicht. Man könnte es also durchaus auch mal mit einbeziehen und einfach sich selbst fragen, ja, A oder B oder C, was meinst du, hast jetzt den meisten Bock dazu? Oder was glaubst du selbst? Also das ist durchaus eine ganz wichtige Angelegenheit, sich selbst da mal zu fragen. Aber da wieder Achtung, rosa-rote Brille, könnte also auch dadurch etwas verfälscht werden. Jetzt nochmal mein Fazit zu diesem ganzen Thema. Bereits jetzt ist also schon diese Standortanalyse wichtig, um zwischen den einzelnen Varianten, den gefundenen Geschäftsideen zu unterscheiden oder auszuwählen. Und Sie brauchen das natürlich später dann nochmal im Businessplan. Von dem her ist es auf keinen Fall vertane Zeit. Meine Aufgaben dazu, sehen Sie sich einfach mal die Videos zu der Standortanalyse-Software an.
Da können Sie also tatsächlich mal hinter die Kulissen schauen und sehen, wie bedient man das, wie umfangreich und wie mächtig ist dieses Tool überhaupt und was kostet es vielleicht auch direkt. Und als zweites verstehen Sie die Software und erkennen Sie, dass sie wirklich sehr, sehr viele Vorteile bietet für Ihre Standortanalyse und für demzufolge für die Unterscheidung. Und als drittes nutzen Sie die Alternativen, gegebenenfalls eine eigene Excel-Tabelle oder meine Excel-Tabelle und erstellen Sie sich Ihren Finanzplan und dann haben Sie ein schönes großes Paket zusammen und können dann wirtschaftlich entscheiden zwischen A, B oder C.